Willkommen zurück bei Minecraft. So. Huch. Die Töne sind ein bisschen laut hier, so. Und wir... Also ich zeige euch jetzt mal, was ich gemacht habe letztes Mal noch. Wie das Lager jetzt aussieht. Und dann kann ich auch gleich die Sachen holen, die ich unten geplant habe, hier unten. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Das sieht so aus. Ich habe die Item-Frames und dann alles gleich eingeordnet. Es ist nicht perfekt ausgegangen mit jeder Kiste. Bis auf die unbeschriftet blieben, die habe ich wahrscheinlich... haben das meiste... Zumindest mache ich dann da oder da, was halt hier drin ist. Okay, ist auch nichts. Wahrscheinlich kann man dann hier Wollsachen und noch andere diverse Sachen rein, die ich jetzt noch nicht fixiert habe, weil ich eben noch keinen Platz im Item-Frame hatte. Aber mal gucken, was da reinkommt. Wahrscheinlich eher Krimskrams und sowas. So, sorry, ich musste kurz husten. Und jetzt werde ich mich sicher die Sachen zusammensuchen, die ich brauche für eine Inneneinrichtung, eine coole. So, was brauchen wir noch? Da kommen wir mal das, dann nochmal die Hälfte mit. Was noch? Ich könnte noch ein paar Bäume anpflanzen draußen. Und... naja, vorerst erstmal nichts. Wir können dann eh wieder schnell hier hochlaufen, wenn was nötig ist. So, hier ist jetzt leer. Und das stört mich natürlich. Und so, das werden wir jetzt gleich ändern. Mit ein bisschen Treppen, Sitzbänke und so weiter. Das wird sich jetzt gleich ein bisschen ändern und besser aussehen. Hier mache ich dann jetzt eine Chill-Ecke rein. Oder soll ich das so machen, oder soll ich... ja, ich mache das mal so. Sieht doch so stimmiger aus. Auf jeden Fall. So, schöne Chill-Ecke. Und hier noch einen Tisch für die Chill-Ecke. Alles klar. Warum soll die noch größer werden? Ja, würde ich schon sagen. Dafür muss das aber nochmal weg. So. Ja. Genau, so will ich das haben. Okay, hier könnte ich es noch eins weiter rausziehen. Ja, mache ich auch. Das heißt, nochmal eine Treppe. Für mich. So. Für das Inventar. Das heißt, abbauen. Erstmal. Wieder hinbauen. Und tschüss. So. Ja, so schaut es dann aus. Okay. Hier haben wir dann eine Ecke zum Chillen. Aber was noch gebrauchen könnte, wäre ein Blumentopf. Könnte ich dann hier hinstellen. Mit so einem Bäumchen drauf. Und vielleicht hier noch Bücher. Genau. Brauche ich dann noch Bücherregale. Das heißt noch... hier kann ich noch ein Bild. Bücherregale dreimal. Blumentöpfchen und ein Bild. Okay. Vielleicht sollten wir dann hier auch mal hier oben was machen, wenn wir gleich im dekorativen Fieber sind. So, wo habe ich den Wolle denn? Wolle war da oben. Komme ich hier hinten? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ab nach oben. Hier rein und Wolle. Dann nehme ich mal die für die drei Bilder. Ja, komm, machen wir drei. Was brauche ich denn noch? Wir haben gesagt, Leder brauche ich dann noch. Das wäre dann eher da unten wieder. Was brauche ich noch von hier oben? Holz habe ich. Leder brauche ich. Papier. So. Papier brauche ich dann nochmal. So, das sind 9 Bücher. Ich hoffe, das reicht. Mal gucken. Jetzt wird es sicher reichen. Und unten kann ich dann noch ein Blümchen reinstellen. Ah ja, wenn wir gerade bei Blümchen sind. Der Lehm muss gebraten werden. Sehe ich gerade. Und das machen wir dann auch. So. Das tun wir dann auch. Schön geschwind. Und so.
Raus und runter. Hier oben muss auch definitiv was hin. So. Und hier, das kann man auch nicht so lassen. Auf keinen Fall. Aber das machen wir dann schon. Noch hier ist noch alles sehr eng. Verwickelt alles. Oh, hier haben wir noch Stein. Alles klar. Den holen wir auch gleich raus. Den können wir sicher dann auch nachher noch gut gebrauchen. So, haben wir noch irgendwas hier? Nein. Okay. Hier auch nicht. Gut. So, dann schnell eine Kartoffel gegessen. Das brauchen wir. Wir brauchen nur drei. Wir haben schon eins noch. Den Rest kann ich mal in Ruhe backen. Da hole ich mir noch mal sowas raus. Tau die rein. So. Und dann Blumentopf. Sehr schön. Für das mal und dann die Blume hier rein. Ja, schon mal gut. So. Dann haben wir jetzt zu erstellen. Erstmal nochmal drei solche Sticks und dann machen wir das rundherum, dass wir jetzt mal drei Bilder haben auch. Und dann noch das Papier. Okay, jetzt war so, das vergesse ich auch jedes Mal. So, 39 Papier dürfte reichen für. Oh, da brauchen wir Leder. Vergessen. Autsch. Leder, wo bist du denn? So, Leder ist hier. Ich habe letztes Mal nochmal gefarmt ordentlich. Jetzt habe ich wieder ziemlich viel Leder. Aber gut. So viel ist dann auch im Endeffekt gesehen noch nicht. So. Aber hier kommt jetzt mal ein Bild hin. Nein. Bild, komm her. Zu groß. Auf jeden Fall. Bild. Das sieht gut aus. Für die Wand hier und hier ein hohes, bitte. Da ist, liegt es lang. Ja, genau, so nehmen wir das. Und dann hier auch nochmal so ein schräges, bitte. Das wäre nett. Komm schon. Hallo, wo bist du denn? Wie die mal springen? Ja, nein. Zu groß. Hallo, wenn man ein. Komm schon. Bild. Ärger mich nicht. Lol. Bild, Bild, Bild. Hä? Mal. Wie die immer springen. Geiler Bug irgendwie, aber naja. Alter, willst du mich verarschen? Wie das jetzt gerade wieder getroppt ist. Jetzt hätte ich gelacht, wenn es hochgestellt. Ja, Gott sei Dank. Naja, haben wir halt zweimal hier das gleiche. Oder? Komm. Will ich lieber hier ein anderes haben. So, komm schon. Ich will das Bild, das richtige. Komm schon. Ich weiß, du willst es auch, Bild. Ich weiß, du willst es auch. Komm schon. Wo ist das denn schon wieder? Lol. Naja, egal. Erst Buch. So. Dann schauen wir mal, wie viele Bücher brauchen wir? 9 haben wir gesagt. So, 9 Bücher. Tschak, tschak, tschak. Und dreimal hier rein platziert. Bedeutet dreimal Bücherregal. So. Dann haben wir wieder dreimal Bücherregal. Für hier. Das sieht zwar jetzt komisch aus, aber naja, gut. Aber naja. So, jetzt. Ach komm, leck mich einfach. Alter. Ich will das verflixte, hochgestellte, aber nicht das mit dem Clown da drüben, sondern komm schon. Ah, ich ärgere mich nachher damit, ist mir jetzt egal. So, wir haben noch viel zu tun. Das sieht ja mal nicht so schlecht aus jetzt mal. Und vielleicht noch hier drei Bänke für den Fernseher oder vier oder zwei. So, da und jetzt noch ein Schild und dann ist das für mich der Fernseher. Quasi, oder machen wir den noch einen nach vor? Ja, machen wir noch einen nach vor. So.
So sieht's doch gut aus. Und dann brauchen wir noch zwei Schilder, die wir jetzt erstellen. Zwei Schilder, haben wir gesagt. Gut. So, zwei Schilders. Oh, reicht ja. Das vergesse ich jedes Mal. Das bin nämlich noch zu neu. So. Oh, nicht weh. Hä? The fuck? Egal. So. Und das kommt es hier auch noch gut an. Ach, lass mal das. So. Gut, dann haben wir auch davon eins im Inventar, aber das sieht doch schon viel freundlicher hier drin aus und ich kann noch einen zweiten Blumentopf hier rein machen. Komm schon, nehmen wir das wieder raus. Crafting Table. Und noch einen Blumentopf. So. Für hier. Und zwar mit einem Setzling. So. Das sieht doch nice aus. So. Sieht unser Wohnzimmer aus. Küche ist sowieso fertig und nice noch immer. Yep. Gut. Hallo. So. Hier drinnen muss dann auch nochmal aufgeräumt werden quasi, aber ich brauche erst eine Behutsamkeitsspitzhacke, dass ich das wieder abbaue und das hier dann mit dem Boden zu einem kompletten Ofenraum, oder? Ich weiß nicht. Ofenraum, ja, nein. Der Raum ist auf jeden Fall noch schwierig, vielleicht kommt beides raus und was ganz anderes rein, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt dann da auch mein Schlafzimmer ein neues rein. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier unten mal Wohnzimmer geschaffen. Der Keller ist sowieso noch da. Hier oben könnte man auch noch viel machen. Aber mal gucken. Wir gehen jetzt mal eine Runde schlafen. Und ich bin schon wieder mal rumgeflogen, ich weiß. Und so. Der Raum ist hier oben noch ein bisschen leer, aber da können wir auch noch so eine gemütliche Ecke hier reinmachen. Beziehungsweise hier auch vielleicht ein paar Couches. So, dann alles in eine Krimskramskiste rein wieder. Denn, das kann ich hier nachher machen. So, Krimskrams weg. So, das ist kein Krimskrams. Das aber auch nicht, aber naja, gut. So. Die will ich noch verpflanzen, haben wir gesagt. Und so, jetzt kann es weitergehen. So, alles klar. Haben wir das mal erledigt hier unten. Der neue Look. Alles klar. Ich sage heute oft alles klar. Mir noch gar nicht aufgefallen. So, die Fläche hier drüben hat echt mal gepflanzt. Aber halt nur mit meinen Teilen. So. Kann ich eh nicht anschauen im Moment. So. Gut. So. Ich würde mal sagen, ich probiere mal ein Stückchen hier abzutragen. Solange bis die Shuffle down ist. Denn hier werde ich dann auch noch was hinmachen. Ich glaube, sowas wie eine Anlegestelle wäre vielleicht nicht so blöd. Aber. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich hier auf dieser Fläche bauen könnte. Wie wär's vielleicht auch noch damit mit einer automatischen Farm oder sonst irgendwas in die Richtung? Denn mit der 1.5 kann man so viel geile automatische Sachen machen. Unsere kleine läpprige Produktion im Keller ist ja nicht mehr das Wahre. So, aber jetzt muss das mal alles hier weg. Und zwar alles. So. Baum, du auch. Und da ist ja noch einer. So, aber jetzt haben wir dich. Und der Baum muss auch weg, der ist ziemlich groß. Wieder für einen einzelnen Baum. So, ich hoffe, ich habe noch. Ja, habe ich. Sehr gut. Immer vorbereitet. Unglaublich, aber. Ja, diesmal habe ich halt das. Ah, doch. Ah, doch, habe ich eh alles mit. Hab schon wieder gedacht, ich bin unvorbereiteter als sonst. Aber nein, ich habe daran gedacht, ich könnte mir sogar hier alles nachproduzieren, was ich brauche. Ja, das wird wieder eine schöne Arbeit werden. So. Aber ich darf noch im Dschungelbiom sind meine Frames niedriger, wie immer. Und natürlich dann nachher dann auch die Größe des Films.
finde ich ein bisschen komisch, aber ist so. Sobald ich diesen hellgrünen Bereich betrete, hier geht's eigentlich. Und der muss halt alles weg hier, das muss alles weg. Und gestern war, ich habe jetzt die PlayStation Livestream gestern angesehen. Wahrscheinlich, bis es wieder heraus ist, wird es ein bisschen länger sein. Wahrscheinlich genau eine Woche danach oder so. Oder vielleicht noch ein bisschen länger. Oder weniger lang. Ich weiß nicht. Habe noch nicht genau nachgerechnet. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin begeistert eigentlich. Obwohl man den Case noch nicht gesehen hat. Und ich weiß nicht, was ich... Es sind sehr geile Ansätze dabei, aber ich möchte das Teil dann auch wirklich mal in echt sehen und wirklich einen Test außerhalb dieser Firma dann machen. Also außerhalb von Sony, nicht außerhalb dieser Firma. Klar. Und die sollten das mal testen lassen und angeblich sollte es ja dann schon zu Weihnachten rauskommen. Will doch perfekt sein, aber das heißt nicht, dass es in Europa auch kommt. Ich hoffe natürlich, dass es in Europa kommt, obwohl ich mir es wahrscheinlich nicht gleich kaufen werde. Bin mir noch nicht sicher. Kann natürlich sein, dass ich das trotzdem tun werde. Man weiß es ja nie. Die Voraussetzung ist, dass ich mir gleich kaufe, dass sie unter 600 kostet. Also unter 500 eigentlich. Vielleicht bei 510 oder 525 liegt dann noch eine Grenze, wo ich sage, okay, das könnte ich mir noch erlauben. Aber, naja, eher nicht. Obwohl es schon eine geile Sache ist. Und ich werde mal schauen, wie geil ich dann drauf sein werde auf die PS4. Also Xbox werde ich mir trotzdem keine kaufen, egal ob sie geil ist oder nicht. Das steht ja zu dem Zeitpunkt nicht fest, wo ich aufnehme. Mal gucken, was die nachliefern. Bin ich gespannt. Auch als PS3-Fan und überhaupt von der PlayStation-Reihe überhaupt. Bin jetzt wirklich sehr gespannt, was Microsoft hier nachlegen will. Und das wird man sicherlich in naher Zukunft auch erleben dürfen. Auf jeden Fall wird es wieder ganz, ganz klappt, wenn die Konkurrenz. Aber ich bin mir nicht sicher, was noch in Zukunft für eine Konsole überhaupt auf den Markt kommen sollten. Und ich glaube, es wird auch irgendwann mal aussterben. Schätze ich jetzt mal. Außer die setzen wieder einen neuen Ruck frei. Und ich glaube, neue Firmen außer Sony oder Microsoft wird jetzt dann nicht mehr wirklich groß dazustoßen. Denn Nintendo wird bald wieder die Luft anhalten müssen nach dem, was die PS4 können wird. Ich bin neugierig, ob Nintendo irgendwann nochmal was nachliefern wird, aber ich glaube es fast nicht. Ehrlich gesagt. Und dann wird die Nintendo-Leute auch wieder eigentlich, naja, pleite werden die wohl nicht gehen, aber trotzdem werden die einen herben Verlust schreiben und dann fragt sich natürlich auch, ob es für die sich lohnt, noch eine Konsolengeneration danach zu starten. Das ist dann die Frage. Obwohl die guten alten Nintendo-Spiele, die kann man sich vom Markt eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Aber wie es so oft der Fall ist, wird auch das irgendwann der Fall sein. In der Handheld sind sie natürlich weit vorne mit den DS. Und das wird sie wahrscheinlich über Wasser halten. Und darüber werden sie auch weiterhin produzieren können. Aber als Konsole selbst sehe ich schwarz für Nintendo. Aber es muss ja nicht heißen, es kann auch in die Hose gehen. Das, was PlayStation und Sony-Leute vorhaben. Aber ich bin mir nicht sicher, normalerweise ist es nicht der Fall. Deswegen wird Nintendo wahrscheinlich dann irgendwann das Problem haben, dass sie nicht mehr so viele verkaufen, wie sie gerne hätten. Und naja, dann wenn die irgendwann draufgehen oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es ganz, ganz schwer für Nintendo. Muss ich sagen. Aber
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass noch irgendwann in naher Zukunft eine dritte große Konsole rauskommt. Es wird einfach jetzt wahrscheinlich immer zwischen Xbox und PlayStation ein Kampf werden. Und auch immer bleiben. Denn da sind so viele aufwendige Kosten und das will sich fast keiner mehr erlauben. Die haben auch nicht die Erfahrung und so weiter. Früher war das noch ein bisschen anders mit den ganzen Konsolen. Da war das einfacher. Ist billiger natürlich, auf jeden Fall, und es ist alles nur mehr sauteuer. Weil wenn man das gesehen hat, was die PlayStation 4 Leute für eine Engines zur Verfügung gestellt bekommen von den Entwicklern. Ja, das muss extrem viel kosten. Aber ich weiß auch nicht, wie sich das manche echt leisten können. Das muss doch Unsummen von Geld kosten und deswegen wird wahrscheinlich nichts mehr anderes erscheinen. Außer vielleicht solche Indie-Projekte wie das, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber es ist so eine Android-basierte Konsole, die kostet eigentlich einen Furz, ich glaube so 40, 60, 70 oder 80 Euro. Und da kann jeder Spieler selbst entwickeln für und man kann die auch erweitern und alles demnächst schön und gut. Nur wird die, lol, ist der groß geworden, wird der preislich von den Einnahmen her nie mit den großen Zweien mithalten können. Und naja, das ist halt eine Frage. Kann jemals noch eine große Konsolenart dazukommen? Oder werden die immer den Markt beherrschen? Das ist halt wirklich eine große Frage, die mich auch selbst beschäftigt. Als Konsolenfan eigentlich. Und naja, eigentlich, obwohl ich bin eher ein Konsolenfan, was Fußball und Autospiele angeht. Da bin ich eher auf der Konsole daheim. Aber naja, ich weiß nicht. Oh, da muss ich noch drei Schichten abtragen. Boah. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen soll. Na komm, ich mach das hier noch ein bisschen schöner und dann lassen wir das gut sein heute mal hier auf dem Berg. Und naja, Konsolen, das ist halt so ein Ding. Das beschäftigt ziemlich jeden. Sie werden zwar nie an den Spaß, nie an die Funktionalität eines PCs rankommen, aber sind dann mit den ganzen Aufrüstungszwecken, die du jedes Jahr bei einem PC eigentlich durchführen kannst, musst, kommst du wahrscheinlich dann nach 8 Jahren oder 5 Jahren, je nachdem wie lange die Konsole daheim steht. Und je nachdem, normalerweise hat man sie im Schnitt 8 Jahre benutzt man sie, ja. Und da kommt es normalerweise wirklich drauf an. Und ich glaube, es wird dann wirklich so in die Richtung laufen, dass man dann halt das Problem haben wird. Was wollte ich denn sagen gerade? Was wollte ich jetzt echt sagen? Ich glaube, ich muss mir das nochmal anhören. Ich habe jetzt totalen Faden gerade verloren. Einfach, Brain AFK activated. So, und Brain AFK, das ist genau. Tschüss zusammen. Und was wollte ich denn sagen, verdammt? Ich weiß es gerade echt nicht. Sackt gerade ein bisschen, aber gut.